Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Schönen guten Abend. Auch der längste Tag geht irgendwann mal zu Ende. Und als der Tag heute vor genau 80 Jahren, der D-Day, vorbei war, da war unter großen Opfern ein großer Schritt Richtung Ende der Nazi-Schreckensherrschaft in Europa geschafft. Rund um die Strände der Normandie, wo die westlichen Alliierten mit der größten amphibischen Militäroperation der Geschichte einst im Kugelhagel der Wehrmacht landeten, wurde schon die ganze Woche der Helden von damals gedacht und die wenigen noch Lebenden wurden natürlich heute besonders geehrt. Von England aus war die alliierte Streitmacht in See gestochen, um im Morgengrauen des 6. Juni 1944 das französische Festland zu erreichen. Mit der Armada von ca. 6.000 Schiffen kamen mehr als 150.000 Soldaten über den Ärmelkanal, vor allem amerikanische, britische und kanadische. Hinter den Strandabschnitten mit den Codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword landeten auch ca. 24.000 Fallschirmjäger, um die deutschen Verteidiger in die Zange zu nehmen. Den heutigen Tag des feierlichen Jubiläums fasst Gudrun Engel zusammen. Sie kamen im Morgengrauen. Tausende alliierte Soldaten, Fallschirmjäger, die hinter den feindlichen Linien absprangen. Dazu mehr als 150.000 US-Amerikaner, Kanadier und Briten auf Schiffen und in Amphibienfahrzeugen. Soldaten stellen nach, wie der D-Day, die Landung in der Normandie vor 80 Jahren, ausgesehen haben soll. Eine eindrucksvolle Darstellung für die Ehrengäste. Sie brauchen keine Nachstellung, denn sie waren damals mit dabei. Nahezu 200 Veteranen, die die Reise über den Atlantik zum Jahrestag noch einmal angetreten haben, die das Blutvergießen mit und überlebt haben und für den Kampf gegen Nazi-Deutschland mit dem Orden der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet werden. Staats- und Regierungschefs aus 20 Ländern und unzählige gekrönte Häupter sind angereist, um sie zu würdigen und den Gefallenen zu gedenken. Tatsächlich ist es aber auch ein politisches Gipfeltreffen mit einer klaren Botschaft. Face au retour de la guerre sur notre continent. Der Krieg ist auf unseren Kontinent zurückgekehrt. Das stellt alles in Frage, wofür Sie alle gekämpft haben. Denen, die Grenzen mit Gewalt verschieben wollen und die die Geschichte umschreiben wollen, müssen wir uns entgegenstellen. Soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Der Schrecken des Zweiten Weltkrieges dürfe sich nicht wiederholen. Der Kampf um die Freiheit beginne jeden Morgen wieder von neuem. Ein deutlicher Hinweis Richtung Russland, dessen Vertreter nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen waren. Stattdessen Ovationen für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof hatte US-Präsident Biden am Nachmittag ebenfalls deutliche Worte zur Verteidigung der Demokratie gefunden und den Zusammenhalt der NATO beschworen. Die Vereinigten Staaten, die NATO und eine Koalition aus mehr als 50 Ländern stehen fest an der Seite der Ukraine. Wir werden nicht nachgeben. Seien Sie versichert, die Autokraten in der Welt schauen genau hin, was in der Ukraine passiert. Der Einsatz für die Freiheit, im Zweifel bis in den Tod, das zentrale Thema aller Gedenkveranstaltungen heute. Und durchaus auch eine Mahnung zum vertrauensvollen Austausch untereinander. Das transatlantische Bündnis ist für unsere Sicherheit sehr wichtig. Gerade hier an dieser Stelle weiß man, welche Bedeutung das auch für Freiheit und Frieden in Europa hat, dass wir verbündet sind mit den USA. Und deshalb setze ich darauf, dass das auch in der Zukunft weiter gelingen wird. Der Schulterschluss zwischen den westlichen Partnern, zumindest heute in der Normandie, ist er gelungen. Unsere USA-Korrespondentin Gudrun Engel hat diese D-Day-Feierlichkeiten in der Normandie für uns begleitet. Gudrun, ein Tag des Gedenkens, aber mit einer sehr aktuellen Botschaft, richtig?
Ja, ganz klar. Diese Botschaft lautet, dass man sich weiterhin sehr stark für Demokratie und Freiheit und Frieden einsetzen muss. Einfach schon alleine, um auch die Veteranen zu ehren, die das vor 80 Jahren getan haben, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, damit wir heute in Europa in Freiheit leben können. Und um dieses, ja, Andenken zu ehren, müssen wir uns eben alle weiter dafür einsetzen. Emmanuel Macron hat gesagt, es vergeht eigentlich kein Morgen, an dem wir nicht aufwachen müssen und uns bewusst sein müssen, dass wir kämpfen müssen für unsere Demokratie. Und auch Joe Biden hat mahnende Worte gefunden und gesagt, er sieht dunkle Wolken aufziehen am Horizont über Europa. Und deswegen sei es eben so wichtig, daraus zu lernen, dass sich andere vor 80 Jahren eingesetzt haben. Und wir müssen das weiterführen und dürfen uns nicht darauf ausruhen. Vor diesem Hintergrund, wie bewertest du, dass bei einer expliziten Nicht-Einladung Russlands aber der ukrainische Präsident Zelensky eingeladen war? Das war ganz klar eine symbolische Handlung, ein symbolischer Akt, vor allem weil er nicht nur eingeladen war, sondern weil ihn alle auch persönlich begrüßt haben und auch angesprochen haben in ihren Reden, sowohl Präsident Macron als auch Präsident Biden. Beide haben gesagt, sie unterstützen die Ukraine weiterhin und sie wollen weiterhin, dass auch alle anderen die Ukraine unterstützen. Zelensky wird auch noch weiter hier in Frankreich bleiben. Es wird noch bilaterale Gespräche geben, eben mit Macron und mit Biden. Denn die westlichen Partner haben ja zugestimmt, dass westliche Waffen jetzt eingesetzt werden können von der Ukraine gegen russische Ziele. Aber die genauen Spielregeln sind da noch nicht ganz ausbuchstabiert. Das wird also auf jeden Fall noch stattfinden in den nächsten Tagen. Und Biden selbst bleibt auch noch hier bis Samstag, bis zu einem offiziellen Staatsbesuch in Paris. Und morgen wird er hier in der Normandie noch mal eine Rede halten. Gudrun, vielen Dank für diese Informationen aus der Normandie. Ja, und während der ukrainische Präsident Zelensky also in der Normandie mit seinen wichtigsten Verbündeten zusammentrifft, bleibt die Lage an der Front in seiner Heimat unübersichtlich. In den vergangenen Wochen hatte Russland seine Angriffe vor allem auf die Stadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine massiv verstärkt. Doch Ende Mai sprach die Ukraine davon, dass die russische Offensive gestoppt worden sei. Und tatsächlich scheint die Intensität der Angriffe zumindest nachzulassen. Was aber nicht bedeutet, dass das Leben in Kharkiv so nahe an der Grenze zu Russland sicher wäre. Wie die Menschen vor Ort mit der ständigen Bedrohung leben, Tobias Damas. Rettung aus dem Kampfgebiet. Irina Svetkovas Dorf liegt unmittelbar in Frontnähe in der Region Kharkiv im Osten der Ukraine. Freiwillige Helfer haben sie abgeholt. Eine einzige Plastiktüte mit Kleidung ist ihr geblieben. Sie bombardieren dort. Es ist beängstigend, dort zu leben, unmöglich. Was soll ich machen? So viele Häuser haben sie zerstört. In einem Rettungszentrum in Kharkiv wird die 76-Jährige registriert und versorgt. Helfer suchen nach Verwandten, Medizin und Essen wird organisiert. Die Rettung aus ihrem Dorf war gefährlich für alle. Es ist noch mal gut ausgegangen, dank der Mädels. Wir haben es geschafft. Ich habe mich gemeldet. Sie sind gekommen und haben mich geholt. Mir geht's gut. Ich bin glücklich. Für sie geht es nun vor allem darum, eine Unterkunft zu finden. Wo und wie, weiß sie noch nicht, sagt sie. Kharkiv ist im Mai laut ukrainischen Angaben fast 80 Mal beschossen worden. Dann haben die Angriffe etwas nachgelassen. Auch wenn es in den vergangenen Tagen in der Stadt etwas ruhiger geworden ist, bereiten sich Soldaten auf weitere Einsätze vor. Etwas außerhalb der Stadt bilden ukrainische Drohnenpiloten eilig neue Rekruten aus. Juri ist noch ganz neu bei der Einheit. Freunde haben sie ihm empfohlen. Eigentlich sei er Schauspieler, erzählt er. Ich bin freiwillig zur Armee gegangen und wollte speziell zu dieser Einheit hier. Für das Training werden die Drohnen nur mit Attrappen beladen. Im Kampf tragen sie Granaten und werden zu tödlichen Waffen, inzwischen tausendfach im Einsatz. Heute sollen die Soldaten üben, die selbstgebauten Drohnen ins Ziel zu fliegen, ferngesteuert, ein Balanceakt per Videobrille. Gar nicht so leicht. Das ist neu für mich. Hier lerne ich viel Neues, als wäre ich im ersten Schuljahr oder neu an der Uni. Allerdings, sagen die Soldaten, könnten die Drohnen große Waffen nur ergänzen, nicht ersetzen. Deswegen sei es wichtig, dass Länder wie die USA und Deutschland der Ukraine seit vergangener Woche erlauben, auch westliche Waffen für Militärziele in Russland einzusetzen. Dadurch habe sich die Lage an der Front in den letzten Tagen stabilisiert, sagt ihr Kommandant. Das hat in gewissem Maße die Aktivitäten des Feindes reduziert.
Aber sie haben nicht aufgehört und werden es auch nicht, weil der Feind eine ganze Bandbreite von Waffen einsetzen kann. Für ihn und seine Drohneneinheit heißt das, eine echte Pause ist nicht in Sicht. Die Kämpfe gehen weiter. An der Stelle, an der er kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Zeitenwende ausgerufen hatte, stand Bundeskanzler Olaf Scholz heute Vormittag wieder und stellte wieder das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt einer Regierungserklärung im Bundestag. Zwar redete Scholz dabei auch über die Lage rund um Kharkiv, doch diesmal ging es, auch unter dem Eindruck der mutmaßlich islamistischen Messeattacke von Mannheim, vor allem um die innere Sicherheit hier bei uns in Deutschland und die Absicht, Schwerstkriminelle künftig auch in jeweilige Heimatländer wie Afghanistan oder Syrien abzuschieben. Aus Berlin, Nina Amin. Ein ernster Bundeskanzler am Morgen im Bundestag. Scholz verspricht in seiner Regierungserklärung Härte gegenüber ausländischen Straftätern. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr zieht mit. Wer hier bei uns islamistisch motivierte Straftaten begeht, von Volksverhetzung und Judenhass bis hin zu schweren Gewalt- und Tötungsdelikten, bedarf offenkundig keines Schutzes vor islamistischen Regimen. Oppositionsführer und CDU-Chef Merz verlangt vom Kanzler nicht nur Worte, sondern Taten. Ihre Regierung, Herr Bundeskanzler, muss jetzt handeln. Sie müssen diese Lage in den Griff bekommen. Es geht um den Kernbestand des Zusammenhalts unserer Gesellschaft, um nicht mehr und um nicht weniger. Der Ton in der Abschiebedebatte verschärft sich. Seit der Machtübernahme der Taliban gilt ein Abschiebestopp nach Afghanistan. Diplomatische Beziehungen liegen auf Eis. Der afghanische Täter auf dem Mannheimer Marktplatz könnte, Stand heute, nicht abgeschoben werden. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hasselmann, warnt, der Kanzler stelle das als zu einfach dar, genauso wie Abschiebungen in Nachbarstaaten. Auch wird zu klären sein und zu prüfen sein, für welches Drittland es attraktiv sein soll, Terroristen oder schwere Straftäter aufzunehmen. Die AfD nutzt vor der Europawahl den Messeangriff von Mannheim auch für eine generelle Abrechnung mit der Asylpolitik der Bundesregierung. Aus dem Niedergang der inneren Sicherheit kann es nur eine vernünftige Konsequenz geben. Und das ist eine grundsätzliche Migrationswende. Und zwar sofort. Auch Wagenknecht fordert ein Umdenken. Andere Länder zeigen, wie man die unkontrollierte Migration stoppen kann. Nur bei uns steigen weiterhin die Zahlen. Nach der Regierungserklärung von Kanzler Scholz ist klar, die Abschiebedebatte ist neu entfacht.